Hate-Kommentare. Ihr wisst ja, Leute, dass ich in der Regel auf keine Hate-Kommentare eingehe. Das mache ich sehr selten. Ich muss auch sagen, ich bekomme auch sehr wenig Hate, weil ich sehr wenig Angriffsfläche biete. Ich gehe auf keine politischen Themen ein, nie, auch nicht auf familiäre Themen oder grundsätzlich rede ich hier nicht über meinen Standpunkt, wie ich denke oder sonst noch was. Auf meinem Kanal dreht es sich hauptsächlich um Düfte, Parfüm, Beauty und ab und zu mal Lifestyle. Deshalb biete ich natürlich wenig Angriffsfläche an, aber wie man sieht, wenn man ein Haar in der Suppe sucht, findet man natürlich eins. Also, ich weiß nicht, liebe Dani, du bist ja Baujahr 71 und solltest eigentlich schon emotional und vielleicht auch sozial soweit reif sein, um zu verstehen, dass man sich über die Aussprache anderer Leute nicht lustig macht. Das ist, wie soll ich das sagen? Armselig einfach nur. Abgesehen davon, ich spreche zwei Sprachen fließend, Russisch und Deutsch. Ich schreibe in beiden Sprachen fehlerfrei. Natürlich, jeder macht mal Fehler, aber überwiegend fehlerfrei. Und ich beherrsche auch ausbaufähig, natürlich Englisch. Und über die Aussprache von Dups, Dups oder Jups, wie du das geschrieben hast, ist lustig zu machen. Ich meine, hast du nichts anderes gefunden? Hättest dich ja über was anderes in meinem Gesicht lustig machen können. Wäre viel interessanter gewesen. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie beschränkt muss man sein, dass man sich darüber lustig macht. Das ist ja ganz klar, dass ein Mensch, der die Sprache nicht als Muttersprache gelernt hat, sie nicht akzentfrei sprechen kann, dass er Fehler bei der Aussprache macht. Das ist ganz natürlich. Wenn du jetzt eine Fremdsprache erlernen würdest, dann würdest du sie niemals so aussprechen, also so sprechen können, so beherrschen können, wie ich das tue. Davon bin ich fest überzeugt, weil da ist der Zug einfach abgefahren. Und ja, traurig. Aber wenn du es besser kannst, mach doch einfach. Mach doch Videos, mach ein Duett mit mir. Und zeig mir, wie man es richtig ausspricht. Mittlerweile habe ich es echt satt, mich hier für irgendwelche Sprachfehler oder Aussprache zu rechtfertigen. Juckt mich nicht. Wem es nicht gefällt, der soll nicht hinhören. Und du hast mich noch nicht mal abonniert. Du schaust meine Videos kostenlos. Das ist kostenlose Unterhaltung. Ob es gute Unterhaltung ist oder schlechte, das ist relativ. Egal wo, ob du jetzt Fernsehen schaust, Radio, bezahlst du GEZ-Gebühren. Wenn du einen Film auf Netflix schauen möchtest, dann musst du auch bezahlen. Hier auf TikTok guckst du meine Videos und dahinter steckt Arbeit, ja, weil ich muss das vorbereiten, ich muss mich fertig machen. Du schaust dir das umsonst an. Und du hast ja nicht mal das Plus bei mir weggemacht. Und dann nimmst du dir die Freiheit, dich darüber lustig zu machen, wie ich ein Wort ausgesprochen habe. Also an deiner Stelle würde ich mich wirklich ordentlich schämen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, bei einem Menschen auf der Seite so einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn ich sehe, der Mensch macht irgendwelche Fehler, dann würde ich ihm privat schreiben: Hey, ich habe deine Videos geschaut, übrigens tolle Videos. Mir ist aufgefallen, dass du da das und das nicht richtig aussprichst und ich nimm mir mal die Freiheit und weise dich darauf hin, wie man es richtig ausspricht. Aber das, was du machst, jemanden öffentlich bloßzustellen, ich meine, hast nichts Besseres zu tun? Ist dein Leben so langweilig? Also wirklich. Also Süße, du solltest das wirklich lassen. Kümmere dich um dein Leben, um deine Aussprache und lass die anderen so sprechen, wie sie das möchten. Nochmal Happy Birthday to me. Alles Gute, Leute. Und an alle, die meine Videos gerne schauen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.